Ja, ich darf Sie alle recht herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der da ist und der da war und der da kommt. Wir haben ja heute diesen Sonntag quasi Modo Geniti und da ist Thema Nachösterliches, wenn man so sagen will, aus der Bibel. Und ich lese einen Text aus Johannes 21 und zwar wie der auferstandene Christus die Jünger wieder trifft. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, also 100 Meter ungefähr, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wenn man das so liest, dann, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich finde, das ist eigentlich unglaublich, was wir hier lesen. Wir dürfen ja nicht vergessen, da ist jemand, der gerade eben noch gekreuzigt worden ist, auferstanden und lebt, und die Jünger sind auf dem See mit ihrem Boot und sehen jemand an Land stehen und der sagt, habt ihr was zu essen für mich? Und die essen mit diesem Mann, Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Das ist eigentlich unglaublich. Das hat es vorher nicht gegeben und nachher auch nicht. Das wird es irgendwann geben, wenn Sie und ich auferstehen in der Auferstehung der Gerechten, wie die Offenbarung mal sagt. Aber das ist etwas, was, man muss sich das vorstellen, ja, die Jünger waren ja traurig, die Emmaus-Jünger, haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen, die haben gedacht, alle Hoffnung ist verloren. Jetzt gehen die an den See Genezareth, um dort zu fischen und fangen die ganze Nacht nichts, erfahrene Leute, erfahrene Fischer. Und dann steht jemand am Ufer und sagt, habt ihr nichts zu essen? Und sagt, werft doch das Netz mal zur rechten Seite. Und die machen das und das ganze Netz ist voller Fische. 153 Fische. Da hat mal jemand gesagt, die Quersumme von 153, die ist 9 und 9 ist die Zahl des Geistes. Und wenn Christus sagt, fisch dort, durch den Geist Gottes kriegt man dann auch einen guten Fang, wenn man so sagen will, ja? Ob das so ist. Aber es ist erstaunlich, dass hier extra steht, 153 Fische. Das ganze Netz war voller Fische. Und in dem Moment erkennen sie, Johannes erkennt das und sagt zu Petrus, das ist der Herr, das ist der Herr. Ich glaube, die waren so, wie soll man das sagen, irritiert und gleichzeitig fröhlich und freudig und doch irgendwie verwundert, ja, nach dem, was geschehen ist, dass Maria sagt, Jesus ist auferstanden, dass sie am Grab gewesen sind, eben diese beiden Jünger, das Grab war leer. Und jetzt gehen die Fischen und sagen, komm, wir gehen wieder in unseren alten Beruf zurück. Es hat keinen Zweck mit dem Glauben, es ist vorbei. Es war eine gute Zeit mit Jesus, ja.
Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen, aber irgendwie ist doch alles beendet und wir gehen wieder in unseren Beruf zurück. Und nachdem sie diese Nacht gefischt haben, sehen sie am nächsten Morgen den auferstandenen Christus. Da wird alles wieder wach. Das ist eine unglaubliche Sache, die wir hier lesen. Ich denke mir manchmal, je länger ich die Bibel lese, desto unglaublicher wird mir das, was ich glaube. Das heißt nicht, dass ich den Glauben daran verliere, sondern ich glaube, dass uns die Augen mehr und mehr aufgehen über das, was wir lesen. Durch Gottes Geist können wir das glauben und es ist das Buch der Wahrheit überhaupt. Und ich muss Ihnen sagen, ich glaube mittlerweile alles, was in der Bibel steht. Ohne Kritik. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich muss im Beruf ja auch viel lesen und ich habe eine Zeit lang mal als Gutachter auch gearbeitet für allerlei Immobiliendinge und da hat man uns beigebracht, glauben Sie nichts, sondern machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Und da war ich so dran erinnert, dass das in der Bibel auch steht, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist wohl eine faire Sache. Glauben Sie nicht alles. Aber ich muss Ihnen sagen, nach jetzt fast 30 Jahren Glauben, habe ich diese Kritik der Bibel über vollkommen verloren. Im Gegenteil, ich muss Ihnen sagen, ich glaube, dass die Bibel noch viel wahrer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Noch viel wahrer ist. Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einigen Monaten einen alten Freund getroffen. Den habe ich seit über 20 Jahren nicht gesehen. Als ich ungefähr so Ende 20 war, da hatte dieser Mann, der heißt, das ist ein Spitzname wohl von ihm, der hatte so einen kleinen Hamburgerladen mit einem Freund zusammen. Der war wegen Drogenhandel im Gefängnis gewesen. Der hatte mit harten Drogen gehandelt und hatte dort im Gefängnis jemanden kennengelernt, der war ein Freund von ihm, ein großer, kräftiger Typ. Die haben zusammen diesen Laden da gehabt, der war auch im Gefängnis gewesen, wegen übertriebener Notwehr. Der hat bei McDonald's gearbeitet und da kam so eine Rockerbande rein und die haben Unruhe gemacht und der ist über die Theke gesprungen und hat die da rausgejagt und den Chef davon, den hat er mit dem Gesicht auf die Herdplatte gedrückt. Das darf man natürlich nicht tun. Deswegen war der verurteilt worden und war im Gefängnis. Und die zwei, die haben damals diesen Hamburgerladen gehabt. Da sind wir oft gewesen. Da war ich noch kein Christ. Da wollte ich vom Evangelium nichts wissen zu der Zeit. Das war ein Freund von mir. Und den habe ich dann lange Jahre nicht gesehen. Und vor einigen Monaten waren wir bei meiner Mutter. Meine Frau war dabei, die ist heute Morgen hier, die kann das bezeugen auch. Und wir sind dann, hatten uns ein bisschen gelangweilt, weil schlechtes Wetter war. Also haben wir gesagt, wir gehen Bowling spielen. Und da habe ich im Internet geguckt und habe eine Bowlingbahn gesehen und habe da so eine Bahn reserviert für uns. Und wir sind dorthin gefahren. Und wie ich da reinkomme, mache die Türe auf, steht dieser an der Theke. Und ich sage, ey, kennst du mich noch? Er sagt, hey Achim, ja klar. Und wir haben uns dann da fröhlich begrüßt. Was machst du denn so und wie geht's denn so? Und ich bin so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen und habe gesagt, ich bin Christ geworden. Ich glaube an Jesus Christus. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ein Knacki. Dann sagt er zu mir, ja, so abends bei einem Bier, wissen Sie, an der Theke, in der Kegelbahn. Da sagt er, ja, ich glaube ja auch irgendwie. Aber er sagt, du weißt, mein Vater, der ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Und ich habe den gepflegt. Und zwar bis zum Ende. Und meine zwei Brüder, das sind zwei ganz gut bürgerliche, sage ich jetzt mal, die haben sich nicht sehen lassen bis zur Beerdigung. Diese Pflege von meinem Vater, die hat mich fast bankrott gemacht. Und das hat mich schon enttäuscht. Boah, das, wissen Sie, das war ein ganz ehrliches Wort von dem Mann. Der war im Knast. Aber der hat seinen Vater gepflegt. Bis zum Schluss. Als der Vater ihn gebraucht hat, war er da. Ich vermute mal, dass der Vater von nicht so sehr begeistert war, als der gehört hat, dass sein jüngster Sohn im Gefängnis sitzt wegen Drogenhandel. Da kann ich mir mal vorstellen. Ja? Aber als der den gebraucht hat, war der da. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Was ist das Liebe? Wissen Sie? Ich habe noch jemanden getroffen, der war im Gefängnis. Jetzt packe ich heute Morgen ein bisschen aus, gell? Sie dürfen das auch nicht weiter sagen, wenn ich so alles kenne, ja?
Ich war in München auf einer Fortbildung vor vielen Jahren und musste abends danach noch was einkaufen. Also bin ich durch die Stadt gegangen und durch die Fußgängerzone und durch eine Unterführung und am Ausgang der Unterführung waren so rechts vorne neben der Treppe lagerten so ein paar Jungs in schwarzem Leder mit Hund und Whiskyflasche und Zigaretten und die haben mich angebettelt. Einer sagt zu mir, hey, hast du mal ein bisschen Geld für mich? Sag ich, ja, wofür brauchst du denn Geld? Ha, ich habe halt keine Wohnung. Sag ich, ja, wieso bist du auf der Straße? Ja, ich habe keine Wohnung. Sag ich, wieso keine Wohnung? Ja, ich habe keine Arbeit. Ja, wieso hast du keine Arbeit? Ja, ich war im Knast. Okay. Sag ich, du warst im Knast? Ja. Sag ich, wofür? Was hast du gemacht? Sagt er, soll ich lügen oder soll ich die Wahrheit sagen? Ha, sag ich, kannst schon die Wahrheit sagen. Wegen Totschlags. Da habe ich gestutzt. Sag ich, wegen Totschlags? Das ist hart. Ja, sagt er, aber ich war es nicht. Und er hat dann so ein bisschen erzählt, er hat eine Schlägerei mit jemandem gehabt und ist dann aber weg. Und dann hat irgendein anderer hat diesem Mann wohl ein Messer in den Bauch gestochen und er ist dann daran gestorben. Er ist aber verhaftet worden und der Richter hat ihn dann verurteilt. Und er sagt, ich war es nicht. Da haben sie ein bisschen unterhalten und dem habe ich auch gesagt, du hast schon mal in der Bibel gelesen. Und dann macht so ein bisschen Klick bei ihm. Dann sagt er, ja, Bibel schon. Er sagt, er weiß, im Knast gibt es auch Bibelstunde und da sind viele von uns auch hin, aber ich bin da nie hingegangen. Sag ich, warum? Er sagt, das war mir zu blöd. Da sind viele von meinen Gefängnisfreunden nur hingegangen, damit sie mal eine Zeit lang aus der Zelle rauskommen. Aber eins sage ich dir, sagt er, wenn Jesus heute kommen würde, mit dem würden sie genau dasselbe machen wie damals auch. Sag ich, glaubst du das auch? Sagt er, ja. Sag ich, das glaube ich auch. Wir haben uns so gut unterhalten. Jemand, der auf der Straße lebt, der andere Leute anbettelt, der keine Wohnung und kein Geld hat. Aber eins hat er verstanden, dass da mehr dran ist an diesem Jesus, als man so gemeinhin glaubt. Den hat das Leben auch hart angefasst, wissen Sie? Und für manche Menschen ist das Leben kein Puppenspiel. Manche Menschen werden vom Leben hart angefasst. Jetzt erzähle ich Ihnen noch was, dann höre ich auf mit den Geschichten. Ich habe noch jemanden getroffen, der war auch im Gefängnis. Ich bin nämlich mal mit dem Zug von Mannheim nach Aachen gefahren, weil meine Frau und ich, wir waren verlobt. Meine Frau wollte mich sonntagabends nach Aachen fahren, das ist sehr weit. In Mannheim haben wir dann aufgegeben und sie hat mich dann zum Zug gefahren. Und dann bin ich mit dem Zug nach Aachen gefahren. Und wie ich mich so in den Waggon da reinsetze, höre ich, dass draußen irgendeiner Stress hat mit dem Schaffner. Und gibt es einen lauten Wortwechsel und der Kerl kommt rein, setzt sich gegenüber von mich hin, Glatze, Kappe auf und wir kommen so ein bisschen ins Gespräch. War auch im Gefängnis. Sag ich, warum warst du im Gefängnis? Ich habe ein Auto aufgebrochen, aber ich habe mich geschämt, sagt er. Ich sage, was hat er gesagt? Der hat gesagt, ich habe mich geschämt. Wann haben Sie das zum letzten Mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe mich geschämt? Aha, sag ich, okay, ja, und wie ist passiert? Ja, du bist verurteilt worden und so weiter. Dann haben sie ein bisschen unterhalten, sag ich, wieso hast du die Kappe auf? Ja, ich habe eine Glatze mir scheren lassen. Sag ich, aha, wieso? Ja, ich habe im Knast eine Wette verloren, aber ich habe mich geschämt. Und dann habe ich mir diese Kappe aufgezogen. Bis wir in Köln waren, hat er noch ein drittes Mal gesagt, dass er sich geschämt hat. Das, liebe Gemeinde, habe ich von Christen, wenn überhaupt, nur selten gehört. Ich habe mich geschämt. Jetzt frage ich mich überhaupt, was ist das mit dem Evangelium? Was ist das Liebe? Was ist Wesen Jesu zu haben? Was ist das, wenn Jesus sagt, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Himmelreich als ihr? Wieso? Wie geht sowas? Was ist das? Was heißt das, wenn Jesus zu Petrus sagt, hast du mich lieber als diese? Hast du mich lieber als deine Brüder? Wissen Sie, da waren drei Leute, die waren im Knast. Der eine pflegt seinen Vater bis zum Ende. Einer schämt sich und der hat mir dreimal gesagt, warum er sich für Dinge geschämt hat. Wissen Sie, der hat noch ein Herz, der Mann. Der hat ein Herz gehabt. Der hatte Anstand. Und einer sagt, wissen Sie, wenn Jesus heute nochmal käme, der hat mich ja geduzt damals, dem würde genau dasselbe passieren wie damals auch. Was für eine lebendige Unterhaltung, wissen Sie? Was heißt das, hast du mich lieber als die anderen? Was heißt das? Und wie äußert sich sowas? Ist Liebhaben ein Gefühl oder ist das auch eine Tat? Und ich weiß es mit dem
Und auch mit dem Typ da in München, da in der Unterführung. Oder ich glaube, wenn diese Leute Jesus kennen würden, dann würden die sich bekehren. Ich glaube, wenn Jesus mit den Zimmerleuten zusammengesessen hat und mit den Zöllnern und hat mit denen mittags gegessen, dann haben die gemerkt, das ist ein Echter. Dieser Jesus, das ist kein Verrückter. Das ist keiner, der so in Wolkenkuckucksheim lebt. Das ist ein Zimmermann. Das ist einer von uns. Und die haben gemerkt, an diesem, dieser Jesus, der hat was, der hat eine Aussage, der weiß, was er will. Da haben die über das Reich Gottes miteinander gesprochen. Ich glaube, das war eine nette Tischrunde. Und sowas suche ich. Weiß nicht, was Sie so suchen. Das sind Menschen, die sind echt, die sucht Jesus. Ich hatte einen Freund, den habe ich nachts getroffen. Wir haben früher, als wir zum Glauben gekommen sind, lange die Bibel gelesen, bis nachts. Freitagabends haben wir uns getroffen, Samstagmorgens um 1:30 bin ich nach Hause gekommen. Wir waren begeisterte Bibelleser, wir wussten nichts von der Bibel. Ja? Und das war sehr, sehr interessant. Und dann hat sich das oft lange hingezogen. Und abends fahre ich nach Hause und sehe am Straßenrand einen Freund von meinem Jugendfreund laufen, sturzbetrunken aus der Disco. Und ich halte an und sage, wie geht's dir? Da hat er nur gelallt. Ja, geht so. Ja. Sag ich, du, ich habe Jesus gekriegt, ich bin Christ geworden. Ich habe das jedem erzählt. Und dann sagt er zu mir nach ein bisschen hin und her, weißt du, wenn Jesus heute Abend an meine Tür klopfen würde, dann würde ich dem auftun. Sagt er im besoffenen Kopf, kommt aus der Diskothek, sagt, wenn Jesus heute an meine Tür klopfen würde, würde ich dem die Türe aufmachen. Und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass Jesus das hört. Das hört Jesus. Der war in der Jugendzeit, der war adoptiert worden, der war ein Waisenkind, war einer der schlimmsten und brutalsten Leute, die ich kannte. Der hatte immer das schnellste Moped. Und der sagt sowas nachts zu mir. Sag ich, soll ich nicht nach Hause fahren? Nee, er sagt, es tut mir gut, wenn ich noch ein bisschen laufe. Wir haben uns nicht mehr wieder gesehen, aber ich glaube, dass Jesus sowas akzeptiert, weil der die Zöllner und die Huren, die kommen eher ins Himmelreich. Wissen Sie warum? Weil die noch ein Herz hatten. Der Pilatus, der hat sich gefürchtet, als Jesus ihm gegenüberstand, oder? Die Pharisäer nicht. Nicht mehr. Da war kein Herz mehr. Selbst der Pilatus sagt zum Schluss zu Jesus, woher bist du? Die Pharisäer haben sich nicht mehr gescheut vor Jesus. Wissen Sie, was ist das, lieb zu haben? Wie geht sowas? Ich glaube, dass wir als Christen, wir wissen ja eigentlich, was in der Bibel steht, mehr oder weniger, aber da geht es nicht drum. Es geht nicht darum, dass wir Dinge wissen, sondern es geht darum, dass wir lernen, lieb zu haben. Das ist aber so schlicht und so einfach, dass viele großkopferte Leute, denen ist das dann zu wenig. Und die ergehen sich dann in so einer Schriftgelehrsamkeit. Aber die Hauptsumme der Gebote, sagt Paulus, ist lieb zu haben. Das ist das, was das Evangelium sagt. Und das finde ich bei Leuten, die im Gefängnis gewesen sind, dass einer sagt, du, da habe ich mich geschämt für, was da passiert ist, was ich getan habe, da habe ich mich geschämt für. Wenn Jesus wiederkommen würde, dann würde ihm genau dasselbe passieren wie damals auch. Fest von überzeugt. Was ist das, lieb zu haben? Jesus fragt den Petrus, als sie gegessen haben, da spricht er den Petrus an. Und sagt, Petrus, hast du mich lieber als die da, die anderen Jünger? Weil der Petrus hatte nämlich seinen Herrn verraten. Das haben alle gemacht. Aber Petrus hat gesagt, wenn dich auch alle verlassen würden, ich nicht. Und dann, bevor der Hahn kräht, hat Petrus Jesus schon dreimal verraten gehabt. Er hat sich verflucht und hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und ich glaube, das war tief drin in dem Petrus. Und als Jesus abgeführt wird, da schaut er den Petrus an. Und der Blick dieser zwei Männer, der trifft sich. Und Jesus schaut den Petrus, und Petrus wusste genau, was er getan hat. Und geht raus und weint. Und das war noch offen zwischen den zwei. Und Jesus fragt den Petrus und sagt, hast du mich lieb, lieber als die anderen? Und der Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das ist im Griechischen wohl eine ganz interessante Sache. Jesus fragt nämlich, da gibt es zwei Wörter für Liebhaben. Es gibt Agape, das ist das Liebhaben mit allem, was man hat.
mit allen Fasern seines Herzens etwas lieb haben, etwas begehren, etwas gerne haben. Das ist Agape, das ist dieses starke Wort. Und dann gibt es Phileo, das heißt so mögen, gerne haben. Ja? Also gerne, aber nicht dieses starke Agape. Diese zwei Unterschiede gibt es. Und Jesus fragt den Petrus, hast du mich mehr Agape als die anderen? Hast du mich mehr lieb? Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich Phileo, dass ich dich mag. Das ist sehr bescheiden. Der Petrus antwortet sehr bescheiden. Schön, oder? Jesus sagt, hast du mich lieber, hast du mich mehr Agape als die anderen? Erste Frage. Petrus sagt, du weißt, ich mag dich. Zweite Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich Agape? Jesus fragt dreimal. Zweite Frage vergleicht dann die Liebe Petrus, von Petrus nicht mehr mit den anderen Jüngern, sondern fragt ihn direkt, hast du mich Agape? Und Petrus sagt, ich hab dich Phileo, ich mag dich. Mehr hat er sich nicht mehr getraut zu sagen. Und zum dritten Mal, da fragt Jesus dann, hast du mich wenigstens ein bisschen gern? Magst du mich? Dann nimmt Jesus dieses Schwache und sagt, Petrus, hast du mich Phileo? Hast du mich wenigstens gern? Und dann sagt Petrus, ja, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich gern habe. Jesus geht runter auf die Stufe von dem Petrus und sagt, selbst wenn du mich nur ein bisschen gerne magst, genügt mir das, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Was für ein gnädiger Gott, der so ganz anders urteilt, als wir das oft tun. In dessen Gottes Hände dürfen wir sein. Der den Glauben nicht so institutionalisiert, wissen Sie? Der Herr Jesus ist der Herr des Glaubens, der entscheidet selber, der schaut ihnen ins Herz rein. Und wir schauen oft so, was vor Augen ist, ja? Und deswegen habe ich Ihnen das erzählt mit diesen drei Leuten, die im Gefängnis gewesen sind. Da würde der Normalbürger würde sagen, dem gebe ich keinen Job mehr. Der ist nicht vertrauenswürdig, ja? Der hat keine gute Vergangenheit. Das ist oft so. Aber Jesus schaut die Herzen an, der schaut, was drin ist. Der sieht nicht den Doktortitel an oder die Klamotten oder das Auto, was jemand fährt oder das große Haus. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie hinter so manche Fassade gucken könnten, wie es da bröckelt und wie hinter großen Häusern und großen Autos viele Menschen sehr, sehr unglücklich sind. Sehr unglücklich sind. Wirkliches Glück, ich meine wirkliches Glück, echtes Glück, echte Zufriedenheit finden Sie nur im Evangelium. Wirklich. Alles Geld der Welt kann Ihnen das nicht ersetzen, dieses Heil zu finden in Jesus Christus. Selbst der Petrus, der Jesus verraten hat, den, wissen Sie, das ist aber so, dass Jesus nicht sagt zu ihm, komm, egal, Schwamm drüber, wir vergessen das. Sondern das war klug, das war klar. Er hat gesagt, Petrus, ich weiß, du hast mich verraten. Das war schwer. Das war auch eine Stunde, die im Alten Testament vorhergesagt war, dass ihn alle verlassen würden. Ich nehme dir das nicht übel. Wie groß ist deine Liebe? Und Petrus antwortet darauf sehr bescheiden und sehr zurückhaltend. Und dann ist alles klar zwischen den beiden, wissen Sie? Und das war notwendig, weil der Petrus ja einer der großen Apostel sein sollte. Und stolz ist für Leute, die eine große Aufgabe übernehmen, eine große Anfechtung und kann der Feind oft nehmen, um die zu fällen. Vielleicht war es gut, dass der Petrus diese Art von Bescheidenheit gelernt hat. Was ist Liebhaben? Wo wollen wir hin im Glauben? Was ist das Ziel? Warum sind wir hier? Warum glauben wir an Jesus Christus? Nur um mehr zu wissen als die anderen? Das kann nicht sein. Sondern wir sollen lernen, wer wir selber sind. Und wir sollen uns erkennen im Licht Gottes. Und wir sollen verstehen, dass wir aus der Gnade Gottes leben. Weil er uns jeden Tag wieder neu gnädig ist. Und dann auch lernen, mit dem anderen gnädig zu sein, gnädig umzugehen, barmherzig zu sein. Wissen Sie, das ist, glaube ich, ein ganz großer Sprung, den man im Glaubensleben tun kann, von sich selber zu dem anderen zu denken.
in einen anderen Menschen sich hineinzuversetzen. Jeder von Ihnen, auch ich, wir denken alle immer in unserem eigenen Kosmos. Alles dreht sich zunächst mal um mich. Und Gott erlöst uns, das ist nur eine Nebenwirkung im Glauben, erlöst uns aus diesem ich-zentrierten Denken. Wissen Sie, wenn man das erste Mal jemand anders versteht, in jemand anders sich reinversetzen kann und verstehen kann, wo der steht, warum der dort steht, wo er ist, das ist das erste Mal, dass man vielleicht anfängt, jemand anders zu erkennen, wissen Sie, und sich da rein zu versetzen. Und ich glaube, dass wir, nein, ich bin überzeugt, je länger wir im christlichen Glauben unterwegs sind, je länger Gottes Geist Zugriff haben kann auf ihr Herz, desto mehr werden sie verstehen, desto mehr werden sie sehen von sich, von der Welt, von den Menschen um sie herum, von Gott, von Gottes Wesen. Dieser Geist, der zu Pfingsten ausgegossen ist, der macht sie sehend. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen theoretisch, aber wenn Sie sich im Gebet und im Bibellesen diesem Wort Gottes aussetzen, dann werden Sie sehend werden für sich selbst, für Gott, für Ihre Schuld, die Sie immer noch in Ihrem Leben haben, für die Sie Vergebung brauchen, die Vergebung, die Gott Ihnen gibt. Sie werden erleben, wie Vergebung geschieht, wie Gott zu Ihnen redet durch sein Wort, wie dieses Wort plötzlich lebendig wird in Ihrem Alltag, wie Sie Ihre Situation plötzlich nicht mehr mit Ihrem eigenen Denken einordnen, sondern aus dem Wort Gottes plötzlich sehend, Sie werden sehend werden. Ich bin kein Schwärmer. Ich mag gern mit Luther sagen, allein die Schrift. Ich bin überhaupt kein schwärmerischer Typ. Aber das wirkt der Geist Gottes in Ihnen. Sie werden sehend werden für Gottes Wesen, für Gottes Art. Da fängt ein neues Leben an, wissen Sie? Das ist was, ist ein Geheimnis im Glauben. Und die sogenannten Ersten, die werden Letzte sein. Und die sogenannten Letzten, die werden Erste sein. Und der Allerletzte, das war Christus. Deswegen wird der auch der Allererste sein. Und da geben wir Gott recht. Da stimmen wir Gott zu und sagen, ja, dieser Christus, der Letzte war, der so verachtet war, dass wir das Angesicht vor ihm verborgen haben, weil wir ihn für nichts geachtet haben, den mache du, Vater im Himmel, den mache du zum Ersten. Der soll der Erste sein. Für wahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er war so verachtet, dass wir unser Angesicht vor ihm verborgen haben. Petrus musste mühsam lernen, was das ist, Liebe und Demut. Und ich muss das auch, ich rede jetzt gar nicht von Ihnen, ich rede nur von mir. Ich muss das auch lernen. Ich habe das auch nicht in der Tasche. Ich lerne das so Stück für Stück, Jahr für Jahr im Glauben, was das ist, Liebe, Demut, Bescheidenheit, Zurückhaltung. Aber wir dürfen auch lernen, was das ist, Kraft, Entschiedenheit, Klarheit, Wahrheit. Das macht einen neuen Menschen aus uns und aus Ihnen. Das ist Osterbotschaft. Wir Auferstandene mit Christus berufen zu einem Leben der Hoffnung und der Wahrheit und der Kraft und des Lichts in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Das ist das Evangelium. Und das ist so robust, dieses Wort Gottes, so fest, so klar, so wahr, dass das 2000 Jahre Europa geprägt hat. Und wir tun gut daran festzuhalten. Das ist Osterbotschaft, auferstanden mit dem Herrn. Und das wünsche ich Ihnen auch für die kommende Woche, diese Osterfreude, diese Ostergewissheit, dass alles gut geworden ist auf Golgatha. Und ich wünsche Ihnen auch ein Stück weit dieses Glaubenslicht im Geist, dass wir sehende Leute werden für Jesu Wesen. Das wünsche ich Ihnen. Da kommt schon ein bisschen die Sonne rein. Ne? So soll das auch in unserem Glaubensleben sein. Gott segne Sie dazu. Amen.